Heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um das ganz, ganz angefragte Thema: Warum habe ich eigentlich Reborn-Babys? Ja, meine Lieben, dazu habe ich schon mal ein Video gedreht. Das ist aber schon ein bisschen älter und damit ganz, ganz tief unten in meiner Kanalliste. Und da schaut einfach keiner mehr vorbei, glaube ich. Und deswegen dachte ich mir, drehe ich einfach mal ein neues, auch ein bisschen zum Auffrischen. Und ja, deswegen geht es heute um das Thema und ich hoffe, euch gefällt's. Also angefangen hat es bei mir ziemlich früh. Ich hatte damals als kleines Mädchen eine Puppe, so eine Annabelle. Und ja, ich glaube, jedes Mädchen hat damals so ein kleines Püppchen, auf das es aufgepasst hat, so mit Puppenwagen und so. Und ja, das hatte ich natürlich auch und bei mir war es aber so, dass ich das Baby nicht abgegeben habe irgendwann und irgendwann gesagt habe, nö, ich möchte lieber mit was anderem spielen, sondern ich hatte eigentlich als Spielzeug nur mein Baby und ich wollte auch gar nichts anderes haben. Und ja, deswegen habe ich das Baby behalten und habe dann auch immer schon gemerkt, dass ich so in dem Alter so 10, 11, 12, so gemerkt habe, okay, kleine Babys sind ja schon irgendwie ganz cool. Und ja, da hatte ich, glaube ich, so langsam meinen Kinderwunsch entwickelt. Ich glaube, mit 11, 12 kann man das noch nicht wirklich Kinderwunsch nennen. Aber es hat da schon langsam angefangen, das kann ich schon sagen. Und es war halt so, dass ich dann, also mein Bruder war dann schon geboren und er war auch schon dann, glaube ich, so 2. Er war sogar schon älter, als es angefangen hat. Und dann habe ich schon ziemlich bereut, dass ich das damals noch nicht hatte, als mein Bruder noch klein war, weil ich das jetzt halt nicht mehr in der Familie habe. Mein Bruder war halt dann schon größer und kein Baby mehr. Und ja, auf der Straße habe ich dann immer nach Babys geguckt. Und ich habe angefangen, meine Puppe wie ein echtes Baby anzuziehen. Ich habe angefangen, echte Sachen zu kaufen, mein Baby zu füttern alle paar Stunden und so. Und ja, also ich hatte einfach damals schon einen extrem Kinderwunsch und das hat sich bis jetzt auch noch nicht geändert. Ich finde, Babys sind einfach unglaublich süße Wesen und auch wenn es einfach schwarze Zeiten gibt mit Babys sozusagen, ist es immer noch so, dass ich das Muttersein irgendwie total liebe. Also ich babysitte für mein Leben gern und ich weiß nicht, ich bin einfach überglücklich, wenn ich mit Babys zusammen bin und ich liebe einfach die Babyausstattung, das ist alles so süß und so und ja, ich weiß, dass ein Leben als Mutter nicht gerade rosig ist und bei den meisten auch wirklich echt schlimm ist, sage ich mal, also anstrengend und schlimm. Ich kann mir das natürlich noch alles selber nicht vorstellen. Und viele Leute sagen auch immer, dass das alles Quatsch ist, was ich erzähle und dass einfach alles unnötig ist, was ich hier mache und warum ich denn Reborn-Babys habe, das ist alles total unnötig, weil ich mir ein Leben als Mutter nur rosig vorstelle. Nein, natürlich nicht. Ich habe natürlich auch diesen Kinderwunsch begründet oder ich habe auch die anderen Seiten gesehen, aber ich kann mir das einfach ohne Kinder nicht vorstellen in meinem Leben und deswegen habe ich auch eigentlich die Reborn-Babys. Ich habe einen Kinderwunsch, seitdem ich 12 bin und den unterdrücke ich jetzt mit meinen Babys, weil ich finde, dass ich jetzt immer noch zu jung bin dafür. Ich würde jetzt nicht sagen, ich traue mir das nicht zu. Also ich bin der Meinung, dass ich das jetzt schaffen könnte. Einfach, weil ich, denke ich mal, reif genug bin. Ja, ich würde sagen, ich bin reif genug für ein Kind und ich könnte es jetzt schaffen, aber ich möchte es einfach nicht, weil ich jetzt meine Schule machen möchte. Und es ist ja so, dass ich es jetzt machen könnte. Ich meine, ich könnte jetzt ein Kind kriegen und ich könnte zur Schule gehen und das Kind ist den ganzen Tag bei meiner Mutter. Meine Mutter arbeitet nicht so viel, einfach weil sie meinen kleinen Bruder noch hier zu Hause hat. Und ja, deswegen könnte das Kind die ganze Zeit bei meiner Mutter bleiben, aber das möchte ich halt einfach nicht. Ich möchte ja ein Kind haben, um die Zeit mit dem Kind zu genießen und das Mutterdasein halt haben. Und halt nicht einfach ein Kind haben, was ich bei meiner Mutter parke. Und ich habe halt nichts vom Kind. Da bringt mir ein Kind auch irgendwie nichts. Ja, deswegen ist es auch einfach ein großer Grund, warum ich jetzt kein Kind haben möchte. Wenn es jetzt passieren würde, ich weiß nicht, ob ich abtreiben würde. Weil ich denn der Meinung bin, ich würde eine Chance verpassen. Weil es ja nun mal sein kann, dass ich zum Beispiel in 5 Jahren keine Kinder mehr kriegen kann. Und dann
werde ich mir so denken, okay, du hast damals dein eigenes Kind weggeworfen und kannst jetzt keine Kinder mehr kriegen. Aber ich weiß es halt nicht. Das kann man halt jetzt noch nicht sagen, wenn man in dem Moment nicht ist. Ja, aber ich habe einfach meine Reborn-Babys, weil ich einfach einen großen Kinderwunsch habe und den jetzt unterdrücke durch meine Babys. Und ich finde, Reborn-Babys helfen da auch ungemein, weil man hat einfach das Baby zu Hause, was man sich so wünscht. Und man hat die Sachen, man kann damit rausgehen. Natürlich kann man damit nur rosige Zeiten verbringen. Aber was ich halt auch gut finde, dass man damit sehr gut üben kann. Also ich zum Beispiel kann schon sehr gut Babys umziehen, ich kann schon sehr gut wickeln und so. Und ich glaube kaum, dass das andere Leute, die nichts mit Babys zu tun haben, in meinem Alter schon können. Und ja, natürlich kann man Sachen nicht immer lernen, wie man später beim echten Baby lernen würde. Zum Beispiel das Kind bewegt sich ja nachher beim Wickeln sehr stark, obwohl ich das auch schon durch Babysitten sehr gut kennengelernt habe. Aber ich finde, ich lerne durchaus schon ziemlich viel. Zum Beispiel auch das richtige Halten beim Füttern, das Wickeln halt, wie gesagt, das Anziehen, rausgehen damit. Ich weiß nicht, irgendwie lerne ich dadurch schon ein bisschen und ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, ich habe ein Baby zu Hause und das Gute ist auch, dass man das einfach auch mal liegen lassen kann. Weil ich halt jetzt mir selber sage, okay, ich möchte halt jetzt kein Kind, weil ich selber noch Zeit brauche. So, und ich bin ganz froh, dass man die Babys auch mal liegen lassen kann, weil ich auch einfach manchmal keine Lust habe, irgendwas mit denen zu machen oder halt einfach keine Zeit habe. Und deswegen möchte ich mir jetzt noch kein echtes Kind anschaffen, sondern habe einfach meine Babys. Die kann ich benutzen, wenn ich will und weglegen, wenn ich es auch will. Das finde ich halt gut. Aber ich habe sie halt einfach, weil ich das manchmal halt brauche. Zum Beispiel heute bin ich sehr babybezogen. Ich habe sie jetzt 2 Tage nicht gesehen. Das merkt man schon. Also ich will es ja sagen, ich bin süchtig oder so. Aber ich habe heute schon in der Schule gedacht, okay, ja, heute mal spazieren gehen mit den Babys wäre schon ganz schön. Die mal umzuziehen wieder wäre schon ganz wunderbar. Ja, und das finde ich halt einfach ganz toll, dass es sowas auch überhaupt gibt, dass man sowas überhaupt machen kann. Weil wenn jeder, der einen Kinderwunsch hat, also jeder, der Reborn-Babys hat, sich ein Kind anschaffen würde, dann das wäre schon krass, glaube ich. Ja. Zumal ja auch manche Leute Reborn-Babys haben, weil sie keine Kinder kriegen können. Aber dazu habe ich noch ein anderes Video, könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Es gibt natürlich andere Meinungen zu dem Thema. Und ich finde auch, ich akzeptiere jede Meinung, es ist völlig in Ordnung. Aber ich finde auch, jeder sollte meine Meinung akzeptieren. Und wenn ich so leben möchte, dann möchte ich so leben. Und ich bin ja so glücklich, also müsst ihr mich auch so leben lassen. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und dann könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben und dann bis zum nächsten Mal.